Am Baum hängen 15 Äpfel. Fritzchen holt sich einen runter. Am Baum hängen immer noch 15 Äpfel. Ja. Jo Leute, was geht? Herzlich willkommen zu diesem wunderbaren Video. Wir haben auch echt einen wunderbaren Gast mit dabei. Es handelt sich hier an der Stelle natürlich nicht um Evive, sondern um Julian Bam, der uns heute tatsächlich erklärt, wie man richtig seine Steuer... Ach, halt doch die Fresse, Revi, Alter. Der Boah, bitte, sowas Alter, von im Arsch, Alter. Nicht. Was soll denn das hier, Mann? Junge, wir machen heute mit Ju keine Asiatenwitze. Ich bin mal dabei, Luca. Dabei, servus. Die gab's nur bei Lukas zu sehen, meine Freunde. Was? Lukas hat wieder mit einer echt ekelhaften Art Asiatenwitze gemacht. Ju, ich bin da anders, wir machen einfach Witze, egal was deine Herkunft ist. Okay? Danke. Bitte, gern geschehen. Hallo. Ich rede heute nicht mehr. Super, perfekt. Fangen wir direkt an. Mama, Patrick. Mama und Patrick, wie war es in der Schule? Echt klasse, wir haben Sprengstoff hergestellt. Ihr macht ja wirklich tolle Sachen. Was macht ihr morgen in der Schule? Ja, was für eine Schule, bist du dumm? Was macht ein Einarmiger in der Einkaufsstraße? Keine Ahnung. Second-Hand-Job? Hey, das ist ja gar nicht witzig. Er hat ja nur eine Hand einfach. Ja. Wollte nur kurz, ganz kurz was anmerken. Toilettenpapier spielt in meinem Leben eine große Rolle. Witzig, Alter. Polizei, aufmachen! Ich will keine Eier! Wir haben keine Eier! Ich weiß, deshalb mache ich nicht auf! Was ist rot und kämmt sich durch den Salat? Rambodieschen. Mega unwitzig, ich weiß. Sich durch den Salat, hä? Hä, und worauf stehst du so? Käsechips. Ja, ich meine eigentlich, worauf du im Bett stehst. Achso, ja, Erdbeertorte, die krümelt nicht so. Was sitzt im Baum und weint? Eine Heule. Dein Vater. Ja, welche Autofahrer sind die nettesten? Die Geisterfahrer, die sind immer sehr entgegenkommend. Oh Gott. Gefängnis zur Afterparty zu gehen, war echt nicht die beste Idee, wa? Am Baum hängen 15 Äpfel. Fritzchen holt sich einen runter. Am Baum hängen immer noch 15 Äpfel. Was haben Elektriker in der Hose? Einen kurzen. Doktor, hören Sie mir zu. Adiposität und Dicksein ist wirklich nicht gut für Ihre Gesundheit. Sie sind so dick. Mann, ich glaube, ich hole mir lieber eine zweite Meinung. Ja, gut, Sie sind auch hässlich. Was ist grün, sauer und versteckt sich vor der Polizei? Keine Ahnung. Ein Essigschurke natürlich. Ein was? Ein Essig? Oh Junge, als Maul, Alter! Fick dich! Herr Doktor, ich krieg meine Vorhaut nicht mehr zurück. Ja, sind Sie dumm? Die gibt man ja auch nicht her. Warum fliegen Vögel im Winter immer gegen den Süden? Ja, weil es einfacher ist, zu Fuß zu gehen. Macht schon Sinn, ja. Ich habe tatsächlich letztens eine Prostituierte im Bahnhof angesprochen, die meinte einfach, für 30 Euro macht die alles, was ich will. Aber was glaubst du, wir heute Laminatboden bei mir verlegen, das Haus verputzt? Deine Mutter, Lukas. Ja, achso. Wie stellt der Affe an der Tür? King Kong. Okay, den Witz habe ich eben bei dir in der Folge gebracht. Was soll die Scheiße? Den willst du hier verarschen, Alter. Mann, ich habe nur so niedliche Witze, ey. Richtig wack. Was ist niedlich und hüpft qualmend über die Wiese? Keine Ahnung. Ein Kaminchen. Ein niedlich. Mega wack. Chef, ich habe eben Brötchen angerufen, aber das war belegt. Ja, super, Lukas. Toller Witz. Chef, ich habe bei der ganzen... Warum haben Sie eigentlich bei der ganzen Belegschaft herum erzählt, ich wäre eine Frau gewesen und wäre zu einem Mann umoperiert worden? Ja, Sie haben doch gesagt, ich warne Sie. Ach so. Ich sagte, ich warne Sie. Also, ich warne Sie und kommt, nächster Witz. Achso, ja. Ein chinesisches Pärchen hat mir heute beim Brandenburger Tor eine sehr gute Spiegelreflexkamera geschenkt. Den Rest habe ich nicht verstanden. Ja, Mama! Was? Mama, du bist dran. Okay. Ja, du bist dran. Ja, was ist gelb und fliegt so mega dumm durch die Luft? Nee. Dumme Zitrone. Blinde Maya. Das ist das Pendant zu dem. Binde Maya, komm, halt's Maul. Ihr müsst auch ein Wahlvideo sehen. Scheiße. Papa, Vater, Sohn, ich habe alle Spielzeuge dem Kind angespendet. Hä, bist du dumm? Warum hast du das gemacht? Ja, damit sie da nicht langweilig wird. Oh shit. Ja, kommt da noch was oder? Ha. Okay. Ich muss das wieder suchen. Ich habe jetzt da die meisten Jokes bei Lukas. An die Frau, die immer so nachts an meine Tür klopft, tut mir leid, ich werde dich nicht rauslassen. Busfahrer, möchten Sie sie nicht hinsetzen? Nein, ich hab's eilig. Hä? Was bekommt der Kannibale, wenn er zu spät zum Essen kommt? Kalte Schulter? Ja. War einfach richtig, hä? Ich weiß, ich hab einfach geraten, Digga. Es war richtig. Als ob. Ja.
Du hast wahrscheinlich dieselbe Seite offen. Nein. Wir haben die doch alle uns selber ausgedacht. Das ist doch das Format, Junge, dass man die sich alles selber ausdenken muss. In der Apotheke. Seiten, ne? Eine Schachtel Kondome, bitte. Gerne, das macht dann 3,99 €. Möchtest du eine Papiertüte? Nee, sie ist eigentlich ganz hübsch. Wie nennt man einen Polen ohne Arme? Keine Ahnung. Vertrauensperson. Halt's Maul, Lukas, du machst dem Drew alles kaputt. Ah, ich will nicht mehr. Lukas' Freund ist so hässlich, der kippt sich der Lukas immer seine eigenen K.O.-Tropfen ins Getränk. Was ist schlimmer als 10 Kinder in einem Mülleimer? Keine Ahnung. Ein Kind in 10 Mülleimern? Aua. Wer hat gepupst? Ich mach mal das Fenster auf. Das waren die letzten Worte auf der Raumstation. Ja, gut. Doch, fand ich witzig. Warum ist die Banane krumm? Ja, die muss halt immer einen Bogen um die DDR machen, ist klar, oder? Mann zum Nachbarn in einem Mehrfamilienhaus. Sie wohnen doch über mir und haben doch die gleiche Zwei-Zimmer-Wohnung wie ich. Wie viele Tapetenrollen haben Sie eigentlich beim Einzug gekauft? Der Nachbar 18. 2 Monate später, Mann zum Nachbarn. Komisch, weil bei mir waren nach dem Tapezieren noch 10 Rollen übrig. Ja, war bei mir genauso. Ich habe nicht zugehört von Anfang an. Papa, hast war du besser so, der war ich. Papa, hast du gestern mit Mama im Bett noch Weißwurst gegessen? Nee, wieso? Ich habe auf dem Nachttisch die Haut gefunden, die hat aber ganz eklig geschmeckt. Es geht hier um ein Kondom, kurz zur Erklärung. So, ja. Ich vergaß. Eine verliebte Milchflasche zur anderen. Wollen wir heiraten und Kinder kriegen? Das geht leider nicht. Ich bin pasteurisiert. Was? Wird Zeit zu gehen. Ich hab dir Schokoplätzchen gebacken. Es ist eine Entschuldigung dafür, dass ich dein Auto und deine Familie angezündet habe. Hey, was hast du gemacht? Ich hab dir Schokoplätzchen gebacken. Zahnarzt zum Patienten. Das kann jetzt ein bisschen wehtun. Patient, kein Problem. Zahnarzt, ich habe seit 3 Jahren ein Verhältnis mit ihrer Frau. Oh, belastend, au. Alter. Anton, findest du, dass ich eine schlechte Mutter bin? Ich heiße Paul. Stimmt. Hey, was sind ja nur Handgranaten gemeinsam? Wenn du den Ring abziehst, ist dein Haus weg. Oh, damn. Alter. Oh, weia. Echt ein Opfer bei mir auf der Arbeit. Karl-Heinz, 57, Unfallchirurg. Richtig dumm, Alter. Warum ist Fußball die gefährlichste Sportart der Welt? Dort wird geschossen und geköpft. Was? Deine Egal. Mutter gräbt im Garten Knochen aus. Ja, klar, warum nicht? Coco Chanel hat gesagt, sie hat ihr Parfüm dahin gesprüht, wo sie am liebsten geküsst würde. Jetzt brennt ihr Arschloch. Schwarzer Humor ist so wie Schönheit, hat ja nicht ihr Vibe. Boah, ich hab noch so eine Biene, so ein Bienenjoke. Was ist weiß und kann fliegen? Eine weiße Biene? Die Biene Mayo, Alter. Hey Opa, warum hast du eigentlich eine Lebensversicherung? Nee, hab ich nicht. Hä, warum nicht? Ja, damit ihr alle schön traut, wenn ich tot bin. Deine Mama ist so fett, dass selbst das Bild von ihr von der Wand gefallen ist. Hä? Was, Alter? Beim Jobinterview, was würden denn deine Freunde sagen, was deine größte Schwäche ist? Ich hab keine. Ach komm, sie, jeder hat welche. Nee, ich hab keine Freunde. Deine Mutter arbeitet bei Weight Watchers als Vorherbild. Ich habe gestern eine alte Dame die Treppen runterfallen sehen. Okay, ich nehme nur an, dass sie alt war. Ich habe im Portemonnaie war nämlich nur 3,50 €. Kommt hier da noch so ein Witz oder wie? Ja, ich finde halt nur diese Biene-Maya-Jokes. Was ist denn mit dir, Alter? Du Schatz, ich hätte echt nicht gedacht, dass unser Sohn es mal so weit schaffen würde. Stimmt, das Katapult ist echt geil. Hol mal unsere Tochter. Wir essen jetzt Tante Bertha. Satzzeichen können Leben retten. Alter Junge. Was macht der Kannibale, wenn er sich von seiner Freundin getrennt hat? Der wichtig den Arsch ab. Weil sie halt gegessen hat und ausgekackt, Mann. Ja. Ah, jetzt habe ich es verstanden, danke. Ja. Wie wurde der Zahnarzt zum Gehirnchirurgen? Ist dann einfach abgerutscht, ne? Was kann ein Flieger? 2 Beine. Richtig, 2 Vögel. Alter. Wenn man mit dir mal Schluss machen möchte, soll ich dir einen Zaubertrick verraten? Ja, Abracadabra, puff, du bist Single. Hey? Wie nennt man auf Chinesisch Oberschenkelbeinbruch? Hör auf. Knicki Knacki? Den hab ich eben auch schon gebracht, Alter. Was ist denn mit dir, Junge? Ich wollte nochmal wiederholen. Digga, deine Mutter ist so alt und hässlich, sie furzt Staub. Wenn euer Hund im Auto furzt, macht deine Mutter die Scheiben hoch. Kurz, welchen Tee sollte man besser nicht trinken? TNT. Alles klar. Gut. Yeah. Deine Mutter hat so viel Körperbehaarung, Planet der Affen ist für sie ein Heimatfilm. Deine Mutter ist so hässlich, Gott hat sofort gesagt, Licht ausmachen, nachdem er es werde Licht gesagt hat. Patient sagt, ich bin so nervös. Das ist meine erste Operation, Doktor. Keine Sorge, meine auch.
Meine Mutter ist so hässlich, wenn sie im Spiegel anguckt, sagt der Spiegel, ja, jetzt reicht, ich kündige. Oh shit. Ja. Was waren die letzten Worte eines Sportlehrers? Alle Sperre zu mir. Hey, was ist das für ein Witz? Wenn deine Mutter durchs Fenster schaut, fängt Satan an zu kotzen? Hä? Was? Ja, ist doch ganz normal. Man hat deine Mutter mit einer Brotkruste aus dem Wald gelockt. Ah. ja. Wie nennt man das Weiß in Vogelscheiße? Auch Vogelscheiße. Nee, Revi. hast du noch was? Hier, kurz und knapp, Revi, dein ja. Schwanz. Ah, okay. Mhm. Ju, deine Mutter ist... Wer wird denn hier gemoved? Ja, meine Speicherkarte ist voll, Leute. Das war's für dieses wunderschöne Video. Ich bin damit durch für heute. Ich hoffe, wir sind über 10 Minuten. Tschüss, schaut bei Ju und Lukas vorbei. Ein Witz ja. noch. Als Bob der Baumeister Lukas Mutter sah, hat er gesagt, die alte F*** nie im Leben. Auf Wiedersehen, macht's gut, tschüss. Junge, irgendwann.